Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir eine Quest von so einem dusseligen Bengel angenommen. Und sind jetzt hier in der Akropolis von Kyrene. Holen uns die Schätze und ich... Ein oder zwei... Ein Hauptmann fehlen uns noch. Da vorne ist er. Der Pisser. Nehmen wir dann den nächsten Schatz. Hallo. Du bist das Leuchtfeuer, oder? Ja. Das wollen wir ja gleich mal manipulieren, damit hier nicht noch Verstärkung reinkommt. Ich hoffe, das ist das einzige Leuchtfeuer, das hier irgendwo rumsteht. Gerade auch noch irgendwo eine Balliste? Ja, da vorne. Der Hauptmann schläft. Der wird weggemessert. Ah, und beim Hauptmann ist auch der Schatz. Hol ich mir mal beides ab. Wow, Bayek, du bist so unnütz. Sehr gut. Damit haben wir den Ort abgeschlossen. Und müssen nur noch vom Turm springen. Na, Mist, da drüben sind Leute. Dann gehe ich mal außen rum. So. Ah, Munition ist voll, ja gut. Und da liegt er noch, den wir direkt zu Beginn weggemessert haben. Hui! Kannst du nicht nochmal springen, Bayek? Bitte, es ist mein Geburtstag. Ich kann dich gleich vom Turm schubsen. Diesen Tag vergesse ich nie. Wir sollten ihn feiern. Ich ernenne dich hiermit zum Floh von Kyrene. Geil. Es ist mir eine Ehre. Mach's gut, Ezio. Und mach keinen Ärger. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es, großer Flo. Ich hoffe, du kannst bald wieder mit deinem Sohn jagen gehen. Das tue ich auch, mein Junge. Düster. So, der Flo von Kyrene, abgeschlossen. Gott sei Dank. Ich hasse Quests mit Kindern. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde Kinder in Videospielen so nervig. Ich finde auch echte Kinder ziemlich nervig, aber da geht's manchmal noch. Manche sind nicht ganz so dämlich, aber Kinder in Videospielen sind halt nur dämlich.
Das... Ah. Kinder, ich habe, glaube ich, noch nie ein Kind in einem Videospiel gesehen, das mir nicht voll auf die Nerven gegangen ist. Ich guck gleich mal, was da unten ist. Südlich von Kyrene in den grünen Bergen gibt es einen See, dessen Wasser aus einem magischen Bach kommt. Ich werde eine Quelle dieser Magie sein, wo das Wasser aus dem Nichts entspringt. Kann ich hier was plündern? Nee, aber was lesen. Ups. Über Battos den Ersten. Das Orakel von Delphi prophezeite dem Volk von Thera, dass es sich auf Apollons Geheiß eine neue Heimat in Libya suchen soll. Aber das Volk hielt sich nicht daran und 7 Jahre lang fiel kein einziger Tropfen Regen. Der Gründer der Dynastie, der Battiaden, Aristoteles Battos I., besuchte das Orakel erneut. Führe die Theräer in das Land, in dem ein Loch im Himmel ist. Dies ist Zeus' Garten, ein Ort des Wohlstands und Überflusses. So nahm Battos I. seine treuesten Gefolgsleute und siedelte im schönen Kyrene. Ups. Okay. Ein schönes Grabmal. Komme ich hier wieder raus? Schnellreise. Im Zweifel tut's die Schnellreise. Lakitai, bitte. Bist du ein Beschützer? Hast du einen Augenblick? Ja, halt mal eine kurze Schnauze. Ich bin kein Philaketai. Ich bin ein Magi. Oh ja, aber natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Diese Leute verstehen nicht, dass unsere römischen Freunde zivilen Ungehorsam nicht mögen. Warum protestieren sie? Sie fürchten, dass mit unserem Gründer etwas nicht stimmt, dem großen Battos. Der Centurio hat das Grab verschlossen. Man munkelt, er habe die Toten geschändet. Er hinterließ eine gekritzelte Nachricht und ging zurück zur Akropolis. Bitte, jemand muss der Sache nachgehen, ohne die Römer zu alarmieren. Und wenn dieser jemand irgendetwas findet, könnte er mich hier treffen. Und ich helfe ihm gern. Muss jetzt nochmal zur Akropolis hochscheißen. Ah ne, ich muss nochmal ins Grab hier rein. Und vermutlich muss ich danach wieder zur Akropolis hochscheißen. Auch die Griechen halten ihre Toten in Ehren. Und jetzt leiden sie genau wie Ägypter. Na, was haben wir denn hier? Lea. Alkohol und Dummheit ist keine gute Kombination. Die Gruft wurde geplündert. Die Römer haben nach etwas gesucht. Haben die Römer keinen Respekt vor den Toten? Hm. Ja, was steht dabei? Battos Bogen. Jelik-König Battos mit seinem Bogen bezwang er unsere Feinde und alle Feinde des Sonnengottes. Deshalb hat Apollon ihn belohnt, indem er ihm einen Bogen gab, der so straff bespannt ist, dass man damit einen Adler vom Himmel schießen könnte. Und wahrscheinlich der hier Gründer noch wurde wohl mit diesen Schätzen begraben. Und die sind jetzt wohl geklaut, ne? Die Relikte sind fort. Mit diesem Medaillon brachte er Frieden und Ordnung in unsere Stadt. Wer diese Relikte besitzt, hält das Schicksal unserer großen Stadt in den Händen. Der Bogen und das Medaillon sind fort. Die Römer sind kaum besser als Grabräuber. Jetzt erfahren die Griechen, wie die Ägypter sich fühlen. Wenn das Land, die Toten und die Relikte von einer Invasionsmacht entweiht werden. Ja,
Und wie befürchtet, muss ich wieder zur Akropolis zurückscheißen. Schnellreise hier raus bringt nichts, da bin ich noch weiter entfernt. Okay. Ja, ich lasse mich hier runter, ehe ich hier abspringe und drauf gehe. So, sauberer Headshot. So, erstmal ein paar vergiften. Alles klar, da drüben. Und das Gute ist, die sind immer noch tot. Die, die ich hier gerade umgelegt habe. Also wird es ein bisschen einfacher für mich gerade. Ich bringe trotzdem noch mehr um, falls mir gefährlich werden könnten, wenn die wieder aufstehen. Weil jetzt wird es, glaube ich, auch langsam wieder Tag. Das ist natürlich umso besser. Battus Medaillon. Das ist natürlich besser, wenn sie tot sind, als wenn sie plötzlich aufstehen und mir hier auf die Nerven gehen. Der Priester wird froh sein, die Relikte wiederzusehen. Und wieder raus. Nö, nö, ihr habt nichts gesehen. So, rein, raus und Relikte her. Euer Misstrauen war nicht unbegründet. Die Römer haben Battos Schatz geraubt. Hast du die Relikte? Ja, sie wurden nicht mit dem nötigen Respekt behandelt. Diese dreckigen Grabschänder. Ich bringe Battos Medaillon in Sicherheit. Die Legende sagt, wenn es die Stadt verlässt, verlässt uns auch unser Glück. Und der Bogen? Er soll wieder im Dienste der Kyrenaiker stehen. Bitte, behalte ihn. Und bring den Römern vielleicht etwas Respekt vor den Toten bei. Gerne. Der Gründer muss dich geschickt haben. Lebe wohl, Magi. Quest abgeschlossen. Gründungsvater. Skillpunkt. Wie viel habe ich jetzt schon wieder? 2. Zack. Okay, dann haben wir hier unten noch eine Quest. Neue Quest, Katz und Maus. Sie werden mich töten! Halt's Maul, du bist wegen Mordes verurteilt! Sie haben den Falschen! Danke, Herr Bayek. Hol mich raus aus diesem verdammten Käfig! Ich bin verletzt! Bist draußen. Da ist ein echter Mörder da draußen. Er tötet meine Freunde. Beruhige dich und sag mir, was passiert ist, Maus. Ich traf mich im Badehaus mit ein paar Kollegen und plötzlich hat mich die Legion behelligt.
hast du deine Unschuld beteuert. Sie hört nicht zu! Sie bezichtigt mich des Mordes an Paulus Aurelius, den Geldverleiher, der hier abgeschlachtet wurde. Hatte rotes Haar in seiner Faust, aber nicht meins. Ich habe mich mit ihm getroffen, ja, aber als ich die Bäder verließ, war er noch sehr lebendig, am Trinken und Huren wie üblich. Ich bin vieles, aber kein Mörder. Ist schon gut, Maus. Ich glaube dir. Aber die Römer glauben einem Krüppel und einem Ägypter nicht. Hab Vertrauen. Halte dich bedeckt und warte auf mich in den Gärten des Zeus-Tempels. Im Badehaus sind vielleicht noch immer Spuren des wahren Mörders. Da oben. Viech. Ich hab gerade keinen Bock, da selber hinzureiten, deswegen lass ich mal meinen Viech rennen. Ist doch viel entspannter so. Können wir uns ein bisschen Kyrene ansehen. Die Akropolis nochmal betrachten. Wir werden sie nie wieder betreten. Ich weiß, dass Mintos nicht der Mörder ist. Ich muss herausfinden, wer es war. Die Römer haben die Bäder abgesperrt. Ich suche einen anderen Weg. Ja, wahrscheinlich irgendwo übers Dach. Wahrscheinlich ist hier wieder irgendwo... Ja, da sehe ich doch schon wieder ein offenes Fenster. Ach, da ist die Tür. Dann kann ich hier ein bisschen beruhigter untersuchen. Wie komme ich denn da hoch? Ah, da ist eine Treppe. So. Ach komm, wirklich? Da muss ich es so machen. Ultimem Quod, Tentacet! Nolente Ivi! Sic calce capitis! So, zack. Alle weg. Peng, alle tot. Und da kommen wir zum Tatort. Ich bin der Tatortreiniger. Hier wurde er also am... Die Leiche ist weg. Ich muss sie finden. Offensichtlich ist die Leiche weg. Hier auf der Strigilis ist Blut. Könnte die Mordwaffe sein. Rotes Haar, aber Pferdehaar. Von einer Perücke? Deshalb wurde Smintos fälschlich beschuldigt. Jemand wollte ihm den Mord anhängen. Verstreute Perlen. Hier ist eine Kette gerissen. Hat Paulus Aurelius mit einer Frau gekämpft? Eine Nadel von einem Kleid. Könnte der Mörder eine Frau sein? Das ist eine Fibel. Okay, ich habe hier mit einem... Nee. Eine Botschaft des Mörders. Sie werden für ihre Verbrechen bezahlen. Jemand sucht Gerechtigkeit. So, wo ist die Leiche des Opfers? Das ist nur schwierig. Ah, nee. Der Gestank des Todes.
Und etwas anderes. Parfüm. Was erzählst du mir, Paulus Aurelius? Er hat etwas in seinem Hals. Eine Nachricht. Ich werde Kyrene von den Hedonisten befreien. Meine nächste Tragödie wird Kyrenes größten Schauspieler niederschlagen. Metrobius. Und es ist unterschrieben... Vesta. 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 Was hast du für ein Problem mit Vergnügung? Ich muss den Schauspieler finden, bevor die Mörderin wieder zuschlägt. Phanus wäre erschüttert, wenn ein Schauspieler stirbt. Okay, aber an dieser Stelle muss ich die Folge leider wieder beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.